herrlich ruhen wollen. In süßer Unkenntnis des Schadens, den ein langer Krieg über ihre idyllische Ansammlung von Häuschen bringen kann, leben die Dorfbewohner von Herrlich-Hohenbollern mit reinem Herzen und reinem Körper. Ja, ich würde sagen, nach dem Traumtal werden wir Herrlich-Hohenbollern einnehmen. Man sieht, der Süden gehört bald komplett uns. Das ist schon mal eine schöne Geschichte. Und Ziel ist ja, glaube ich, das hier. Ich glaube, das ist die Superfestung hier. Die Hauptstadt des Reiches. Und ja, wir bewegen uns langsam, aber stetig drauf zu. So, mit dabei ist jetzt unser endlich auf Level 10 gelevelter... Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen Zauberer. Bauen. Ja, ja, ich weiß. So, ihr könnt erstmal das hier abbauen. So. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Ja, ja. So, hallo, komm. Ihr müsst ein Versteck für eure Kreaturen bauen. Nicht, dass unser Zauberer hier gleich total durchdreht und Amok läuft. Das wäre nicht so schön. Achso, das hier können wir auch noch. Das habe ich ja übersehen. So, ja, Gold ist jetzt hier wieder mal ein Problemchen in dieser Mission. Meine ich zumindest, dass das hier so ist. Hühnerfarm. Wo ist meine Hühnerfarm? Ach komm, die bauen wir hier hin. Eine kleine, aber feine Hühnerfarm. Ich werde erstmal nur den Zauberer hier lassen und den Eingang noch gar nicht angrapschen. Weil ich meine, der ist hier schon. Du musst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Ja, ja. Die ist hier nämlich, meine ich, schon etwas schwieriger, die Mission. So. Dann haben wir das schon mal und. Oh, dann können wir erstmal das hier schon mal angraben, damit wir Kohle kriegen. Ja, ja, ich weiß, dass ich eine Schatzkammer brauche. So, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich hier meinen Dungeon aufbauen soll. Ihr müsst eine Schatzkammer bauen, um Gold zu lagern. Na, prinzipiell könnten wir hier unsere Bibliothek hinsetzen. Ja, warum nicht? Das machen wir einfach. Setzen das Ding hier hin. So, dann bauen wir halt die Schatzkammer hier hin. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Ja, lassen wir die mal hier. Sollten wir vielleicht gar nicht so riesig bauen, aber so, das sollte ausreichen. Kohle haben wir jetzt erstmal genug. Erstmal, ich glaube, das ändert sich auch relativ schnell, dass wir mit Geld in Luft kommen. Ja, ihr seht schon, also, ja, hier ist wieder Lava, habe ich gesehen, genau. Hier ist der feindliche Dungeon. Und Heldenrennen hier meine ich auch noch rum. Ja, also, oh, Juwelen sind hier, schön. Okay, hier müssten wir versuchen, relativ schnell hinzukommen. Ja, mal schauen. Also es ist hier, glaube ich, wieder durchzogen mit irgendwelchen Heldentunneln und sowas. Aber erstmal soll hier unser Magier, Zauberer, schön forschen. So.
Genau, der begibt sich auch ganz schnell hierhin. Obwohl das vielleicht noch nicht so schlau ist, weil unsere Imps hier noch zugange sind. Deswegen nehme ich den hier erstmal weg. So, dann soll die nämlich den hier erstmal fertigstellen, den Raum. Sonst schießt er gleich wieder wild um sich. Können auch nochmal nachhelfen. So. Gut, aber diesmal stehen wir jetzt nicht so unter Zeitdruck. Wenn wir nämlich nur den hier behalten erstmal, dann sollte er schon klar gehen. Ich meine, der ist Level 10, der kann schon einiges ausrichten. So. Dann mach mal, Walte deines Amtes. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Ja, das geht jetzt rucki zucki. So, dann macht man das hier fertig. Und ich würde sagen, dann können wir nämlich gleich hier unten schon hin. Dass wir hier schon mal das Gold abgebaut haben. Auch wenn unsere Schatzkammer noch zu klein ist. Sehr wahrscheinlich, aber... Ein neuer Raum wurde erforscht. Schön. Abgebaut ist abgebaut. Sage ich ja immer ganz gerne. So, dann bauen wir hier irgendwie ein Räumchen hin. So. Verbinden wir es einfach mal. Wenn die jetzt auch irgendwas machen würden. Ein neuer Spruch. So, gut. Die sind schon fleißig dabei, unsere kleinen Freunde. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Wir müssten, glaube ich, zuerst hier hin. Können wir eben schauen. Oh ja. Auf jeden Fall. Ein neuer Raum wurde erforscht. Auf jeden Fall müssen wir hier hin. Ich würde sagen, das hier können wir auch nochmal größer bauen. Können wir hier auch nochmal ein bisschen vergrößern, so. Ein neuer Spruch wurde erforscht. So, das hier können wir eigentlich auch nochmal vergrößern. Obwohl, eigentlich brauchen wir es auch nicht. So, ups. Obwohl, doch, das können wir auch so. So, vergrößern wir das Teil auch nochmal. Das können wir auch nochmal vergrößern hier. Obwohl, nee, hier lieber nicht. Erst wenn das Teil wirklich zu klein ist, sonst kriegen wir da wieder Ärger mit dem. Ein neuer Raum wurde erforscht. So, ja, und wir haben jetzt schon eine ganze Ecke an Räumen wieder neu bekommen. Das ist schon mal wirklich gut. So, 10 Imps sollten erstmal genügen. So, hier bauen wir schon mal. So. Eine kleine Werkstatt hin. Ich kann auch hier so bauen. So. Kann es auch nochmal hier vergrößern. Ja, vergrößern wir die mal nach hier, dann können wir hier ein bisschen bauen. So, dann haben wir eine Werkstatt schon mal. Unsichtbarkeit haben wir, das ist schon mal ganz gut. Ja, ich habe den aber, glaube ich, nie benutzt, weil, naja, unsichtbare Monster halt. Was soll ich damit? Also ganz ehrlich, was will ich denn damit? So, dann baue ich jetzt die Hühnerfarm noch etwas größer. Damit bin ich wieder in Nahrungsnot hier geraten. So, dann das Versteck noch ein bisschen hier erweitern. Ja, ich würde sagen, ja, wir sollten ja relativ schnell sein, ganz klar. Aber ich glaube, wir sind hier ganz gut aufgestellt schon mal.
baue ich hier nochmal einen Trainingsraum hin. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Naja, das ist mir schon klar. Es wird sich aber sehr schnell ändern, mein Freund. So. Können wir nämlich das hier auch schon anbuddeln? Ein neuer Raum wurde erforscht. So, bauen wir hier mal. Ein Eingang wurde erobert. Hier die Baracke hin, genau so. Und wir werden schon ausspioniert. Sehr fies. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Ja. Ein Teufel haben wir bekommen, das ist schon mal sehr schön. Ich würde sagen, hier, dann können wir ein paar Dämonenechsen mal anheuern. Teufler sind bei mir natürlich auch immer sehr gerne willkommen. So, gut. Dann wollen wir hier schon mal, damit wir die Orks kriegen. Baracke hin. Schatzkammer ist voll, ja, das ist mir klar. Ein neuer Raum wurde erforscht. So, du trainierst schon mal. Beide trainieren. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Ja, interessanterweise haben wir bisher nur den einen Zauberer und mehr nicht. Das ist, weiß ich nicht, ein bisschen komisch. Aber okay, ist nun mal so. Ist auch. Ah, und ein Ork, schön. Letztens hatten wir schon Level 10 Ork. Ich glaube sogar zwei. Ne, einer war das. Genau, und der war schon ziemlich. Ziemlich tough, der Typ. Kommst auch nochmal mit da rein. So, ich würde sagen, hier, das können wir von mir aus schon mal anbuddeln. Und Dämonenechsen, wunderbar. Gut. Ein neuer Raum wurde erforscht. Ich würde sagen, wir könnten prinzipiell. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Hier schon mal uns hinbuddeln. So, das heißt, wir können das hier auch. Das hier. Muss ich erstmal hier schauen. Ah, okay. Gut, das hier können wir also anbuddeln. Können wir hier von mir aus. Ups, eine kleine Schatzkammer hinbauen. Oder es auch sein lassen, mal gucken. Ah, ich weiß nicht, endlich reicht die. Sollte zumindest ausreichen. So. Ah, genau, eiserne Jungfrau. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Bauen wir das Ding mal von mir aus hier hin. So. Dann locken wir hoffentlich auch ein paar von den. Von den Weibern hier an, weil die sind ja auch mal sehr stark. Gut, dann kriegen wir hier auch mal wieder ein bisschen Kohle. Dann können wir das hier von uns auch noch hier anbuddeln und eigentlich können wir das auch und das auch. Und das und das und das hier auch und das auch und das hier auch. Hauptsache, wir brechen nicht durch. So, wupp, wupp, wupp. So, da kriegen wir auch schon mal wieder eine ganze Stange Geld. Und ich würde sagen, wir können hier wirklich noch eine kleine Schatzkammer hinpflanzen. Ja, das ist doch schon mal eine schöne Sache. So. Du sollst hier auch trainieren. Ich würde
sein, dass wir hier nochmal vergrößern können, so viele Kreaturen, wie wir jetzt hier schon haben. So, du bist der Level 10er, wo ist hier der Level 1er? Zauberer, hier muss doch irgendwo ein Level 1er Zauberer sein. Und ich glaube, das hier ist von den Orks, der Schlafplatz, glaube ich, meine ich. So, können wir das hier auch nochmal vergrößern? Ein neuer Raum wurde erforscht. Ein Tempel, oh, das ist natürlich sehr schön. Ah, und eine eiserne Jungfrau haben wir auch. Die schmeißen wir auch gleich mit rein zum Trainieren. Diesmal muss ich hier echt ein bisschen mehr haushalten als vorhin. Weil das war ein bisschen sehr schlecht gemacht von mir. So. Wo wir gerade von Haushalten sprechen. Ich will nur nicht, dass meine Kreaturen diesmal wieder so durchdrehen. Das wäre wirklich nicht schön. So, Kollege, du... Falsch. Du kommst hier hin. Ein neuer Spruch. So, ihr sollt auch trainieren. Ach komm, eigentlich können wir das hier noch... ganze Echo größer bauen. Ich meine, wir haben jetzt wirklich Geld hier. So, hier haben wir alles ausgeschöpft, würde ich sagen. Genau. Ja, man muss ja immer nehmen, was geht, ne? Das hier können wir auch noch hier anbringen. Und ihr seht, ihr habt es gerade vielleicht oben im Radar gesehen, hier sind wieder Helden unterwegs. Hier war hier jedenfalls ein weißer Punkt hier auf dem Radar. Also können wir davon ausgehen, dass es hier oben gleich wieder Stress geben wird. Deswegen buddel ich mich auch noch nicht so schnell da rein. Guti. Blitzschlag haben wir, schön. So, unsere Imps, die können jetzt mal ein bisschen hinne machen. Ich glaube, die... So, brauchen wir mal ein bisschen Verstärkung. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Und ich kann ja auch nochmal weiter buddeln. Vielleicht zur nächsten Goldader. So. Okay. Okay, okay. Das hier. Hier. Kann von mir aus so irgendwie hier einen Raum draus machen. So, was haben wir jetzt? Ihr habt den Zauberspruch Kreaturen schützen. Damit könnt ihr Stärke... Oh ja, das ist gut. Das ist hier genau dieser Schild. Genannte Zauber. Ich glaube, wir brauchen hier auch nochmal eine... Eine Tür wurde hergestellt. Ach, wer baut denn hier schon? Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Ja, das habe ich mir schon gedacht, sowas. Nein, das ist hier rein. Und du auch auf jeden Fall hier rein. So, Zauberer. Haben wir hier noch Zauberer, die irgendwo hier rumlungern? Ja. Du bist auch mit da rein. Und du auch. Gut, also ich würde sagen, das geht jetzt schon mal ganz flott hier. Allerdings sollte ich hier auch noch mal eine Schatzkammer hinsetzen, weil das ist ja doch eine ganze Ecke an Gold. Wir können ja auch schon... Ich glaube, wir können ja einfach durch diese Spalte schauen. Und ich glaube, wir konnten das hier alles abbuddeln. Meine ich. Machen wir jetzt einfach mal. So. Ich glaube, diesen Südteil, der war ungefährlich. Können wir das hier im Prinzip alles mitnehmen. Man kann sich hier auch gut hier hochschlängeln.
würde ich sagen, bauen wir hier gleich irgendwie eine Brücke und können das hier auch noch abbauen. Hauptsache, wir bauen uns nicht nach oben hoch. Oder graben uns nach oben hoch. Weil hier sind ja die neutralen Kreaturen, die möchte ich ja auf jeden Fall haben. Mein Gott, das geht hier ganz schön mit der Goldader. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier nochmal einen Treasure Room hin. Wie es so schön in meiner alten englischen Version geheißen hat. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Okay. Könnte ja auch sein, dass hier gleich irgendwelche Feen oder sowas ankommen, aber ich glaube, das sieht hier ganz gut aus bisher. Ja, würde ich wirklich sagen. So, oh, jetzt haben wir aber Geld hier. Geld bis zum Abwinken. Fragt sich nur, wie lange. Hallo. Okay, hier wollen sie irgendwie nicht so... Ja, es sollte hier erstmal ausreichen. Würde ich sagen. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Gut, ach, hier können wir gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir hier eine Brücke hin. Und von mir aus hier. Ah, ich nehme immer das falsche Ding, weil das aussieht wie eine Brücke, das Teil. Wie ich finde. Von hier aus können wir hier so den Tempel hinbauen. Den dunklen, bösen Tempel. Aber ich würde sagen, das geht ja wirklich wie geschmiert. Du sollst auch mit da oben rein. Na, hier gibt's keinen Spaß, hier wird gearbeitet. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Wow, das ist krass. Nicht schlecht. Da brauchen wir echt einen größeren Trainingsraum schon wieder. Komm, bauen wir hier von mir aus alles auf. Dann können wir hier eigentlich auch nochmal ein Ding ins Leben bauen. Die teure Bibliothek ist zu klein. Oh Mann, die ist auch noch zu klein. Das gibt's doch nicht. Mensch. Vielleicht müssen wir noch eine zweite hinbauen, weil, ja, hier geht's nicht mehr weiter und dann können wir auch keine... Eine Falle wurde hergestellt. Obwohl, ja, wieso ist die denn zu klein? Wir haben doch schon alles erforscht. Interessant. Gleich alles an Geld verlieren, was wir haben. So, es wird gearbeitet, Fräulein. Gut, und ihr hier unten auch. Oh, der ist schon Level 6, wunderbar. So. Okay, gut, ich würde sagen, hier machen wir dann irgendwie einen Durchbruch, so. Und dann bauen wir hier... Machen wir hier einen kleinen Anbau. Oh, da kommt er. Ne, es ist schon der Level 4er. Gut. Ja, komm, da können wir hier eigentlich alles noch einmal anholen. So, dann haben wir es einmal komplett. Okay. So, ich würde sagen, dann bauen wir hier jetzt unsere Brücke hin. Können wir auch noch hinbauen. Dann sollen die mal wieder hier abziehen. Dann können die Zauberer nämlich auch hier rein. Okay. Ah, und ihr seht schon, unser Gold, das verschwindet jetzt ganz, ganz flugs. Aber ich würde sagen, wir sind ja auch ziemlich gut aufgestellt schon. Mit unseren Kreaturen. So, und ich guck mal, wo ist denn hier unser Zauberer? Thank you.
ein Level 10er, wo ist das denn jetzt? So, den können wir mal wieder hier testen. Es gibt nichts mehr zu forschen. Okay. Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Naja. So, und wir haben hier alles mögliche an Echsen zubekommen und einen Höllenhund, wie ich gesehen habe. Wo auch immer der jetzt rumstreunt. Wir können hier eigentlich auch nochmal einen Durchbruch machen. Geht das alles ein bisschen schneller? Gut, und wir haben hier Kreaturentransfer. Das ist natürlich allerliebst. Diese schönen lachenden Höllenhunde hier. Die sehen so wirklich aus, als wenn sie grinsen würden. Hier auf dem Icon. Die sind hier übrigens sehr gerne im Tempel. So. Zack. Achso, die sind hier schon. Och, wie süß. Sind sie ja angeleint am Schlafen. So, aber unser Depot hier ist schon ziemlich überfüllt. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ja, ich merke das schon. Ich würde sagen, wir bauen. Keine Ahnung, hier nochmal was hin. So. Ja, und wir können uns natürlich auch hier das hier schon hier aufschaufeln. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Und eure schon Kreaturen geht es los. Eure brauchen ein größeres Versteck. Ja, ja. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Oh, ich glaube, der ist ein bisschen wütend, weil er keinen Schlafplatz hat. Kann ich auch gut nachvollziehen. Dann mach mal schnell hin hier. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Also kämpfen soll sich hier ja keiner von uns. Das wäre nicht so schön. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Naja. So, Kohle haben wir jetzt auch wieder gefunden. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Und ich glaube, trainieren können wir uns jetzt erstmal auch schenken. So, okay. Dann ist doch wieder alles gut. So. Ich habe gesagt, trainieren können wir uns schenken. Hallo. So, okay, hier ist der feindliche Dungeon. Wir machen Durchbruch. Ehe es hier wieder zu spät ist. Gut. Müssen wir nur schauen, dass wir den hier auch irgendwo umrunden können oder irgendwie durchbrechen können. Na, vielleicht hat er hier irgendwie, ist hier noch Lava und der hat da irgendwie Anschluss dran, ich weiß es nicht. Oh, hier ist schon wieder Sense. Ach Mensch, ich glaube, der will uns hier verarschen. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ja, ja. Vielleicht kommen wir an der anderen Seite weiter. Okay, ich habe hier irgendwas gehört gerade. Irgendjemand marschieren gehört. Aber wenigstens geht das hier mit unseren Imps wieder schneller. Nicht so wie letztes Mal, als wir so wenig hatten. Ah, hier, das sieht schon mal ganz gut aus. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ah, und hier können wir durch. Oder auch nicht. Aber wir können durchgucken, das ist ja schon mal etwas. Teufelhater, eine Fliege. Oh, oh, das ist schon sehr, sehr heftig. Eine Fliege, ich glaube nicht, dass wir dagegen anstinken können. So, bauen wir uns hier nochmal durch. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja, das ist mir schon klar. Wir sollten jetzt hier relativ schnell. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, oder wir gehen gleich hier durch und hauen uns hier schon mal die Goldader hier rein. Ja, die ist ja auch schon recht groß. Da sollten wir eigentlich
dann keine Probleme mit haben. Auch wenn ich hier schon wieder was trappeln höre, aber... Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Die mögen sich hier wohl nicht. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Okay, die mögen sich wohl wirklich nicht. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So, dann gehen wir hier hin. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. So, da schicken wir die mal hin. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, es ist ganz praktisch, weil die können sich ja hier auch... Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ach mein Gott, ey. Ist das wieder nervig hier, so. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Was? Wo kommen die denn weg? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Hä? Wo hat der... Hier oben? Ah, okay, hier können wir also durchbrechen. Ja, fragt sich Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Was, wo denn? Ja, dann erforscht vielleicht mal ein bisschen weiter. Ah, ne, der legt sich jetzt mal schlafen. Weil der ja verletzt ist, der Gute. Gut, dann buddelt euch mal hier weiter durch. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Das weiß ich selber. Das brauche ich jetzt auch gar nicht mehr zu trainieren. So, weil die schon sehr trainiert sind mittlerweile. Ich weiß, es ist blöd, aber das geht jetzt halt nicht. Ja, so. Dann machen wir den auch noch. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ja, unser kleiner Flammenwerfer hier, die sind sehr übermütig, wie man sieht. Und hier sind Level 5er Barbaren, das ist auch schon mal gut zu wissen. Den können wir hier reinschieben. Der huldigt jetzt den bösen, dunklen Göttern, wie auch immer. Reiti-Reit, okay. Ach, im Prinzip können wir auch hier hoch. Hier geht's bestimmt weiter mit seinem... Dingens hier mit seinem Gang. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Komm, eure Kreaturen werden angegriffen. Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, das war doch ganz gut. So, also wenn 11 Imps. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir 15. Dann geht das auch wieder ein bisschen fluxer hier. So, die können wir eigentlich hier auch verkaufen. Die braucht niemand mehr. Die Schatzkammer und die hier eigentlich auch. So, hier die Brücken können wir auch verkaufen. Brauchen wir auch nicht mehr. Zahltag. Oh oh. Jetzt wird's wieder brenzlig. Zahltag ist nie gut. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Wo denn? Hier, das hier? Wahrscheinlich meint er das. Gut, hier ist leider nichts weiter. Wie es ausschaut. Oder vielleicht doch. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt in der Ecke oder sowas. Ist ja manchmal gerne so. Graben wir das mal so irgendwie auf hier.
Obwohl es jetzt nicht danach ausschaut. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ach, immer die. Braucht einen größeren Trainingsraum. Ah, ist mir falsch. Dann packe ich den nämlich jetzt auch mal hier. Kann nämlich auch hier so ein bisschen Götter anbeten. Ist der auch beschäftigt, weil die scheinen ja große Langeweile zu haben. Unsere kleinen Freunde. So, dann macht ihr das hier fertig. So, bup, bup. Und dann gehen wir mal hier oben lang und dann kriegen wir hier wieder eine ganze Stange Kohle. So, einfach mal straight. Oder auch nicht. So, einfach straight hier hoch. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. So, hier ist auch alles frei. Hier sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Viecher, die uns gleich angreifen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Ah, ist das nervig. Ja, das ist echt ein Problem. Hier bei der Futteraufnahme scheinen die sich immer ins Gehege zu kommen. Das ist nicht gut. Knappe Lebensmittelvorräte. Vergrößert eure Hühnerfarm. Das heißt, wir bauen... Ja, hier noch eben eine Farm. Toll, er geht natürlich gleich knappe eine Echse Lebensmittelvorräte. Vergrößert eure Hühnerfarm. Ja, ja. So, ne? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ja, natürlich geht jetzt mein Telefon auch noch, wie immer. Nervig, immer nervig. Immer dann, wenn ich aufnehme, geht das Telefon schlimm. So, auf jeden Fall haben wir uns jetzt hier gleich zu den Edelsteinen vorgegraben, zu den Juwelen. Das ist schon mal eine klasse Sache. So. Wir können mal abspeichern. Nehmen wir mal die 1. So. Gut, Geldprobleme haben wir jetzt auch nicht mehr. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Wo? Oh, der hat sie den fast platt gemacht. Da können wir jetzt auch einmal... Eure Kreaturen werden ärgerlich. Wieso werden die uns schon wieder ärgerlich? Oh, schade. Wieso werden die denn schon wieder ärgerlich? Ich verstehe es nicht. So, nimm du dein Geld. Ist hoffentlich auch ein bisschen zufrieden. So. Nicht mehr so ärgerlich. So, und wir können jetzt erstmal das ganze Zeug hier abbauen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, dann gehen die Höllenhunde halt kaputt. Das ist nicht so schlecht. Oh, der steht schon... Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen tragen den Sieg davon. Ja, der macht jetzt hier alles alleine kaputt. Oh, das ist sehr gut. So, würde ich sagen. Kreaturen unterliegen im Kampf. Boah, das war doch nicht schlecht. Nehmen wir den hier auch noch mit. Gib mir Geld. Na, stirbt doch. Naja, gut, dann haben wir jetzt halt einen verloren. Einen von unseren kleinen Hunden. Gut, dann ist das so. Und hier können wir den Gegner herausfordern, wie es ausschaut. Wunderbar. Ja, ich glaube, der ist uns nicht wirklich gewachsen. So, wie mir das da ausschaut. Gut. Ach, wir haben so ein Ding. Ach ja, Kreaturtransfer, genau. Okay, gut, dann können wir die hier eigentlich ein bisschen
größer machen, aber vorher können wir nochmal... Ihr habt nicht genügend Gold. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Mein Gott, ist das... So, nimm dein Geld und... Sei bloß still. Gut. Der bewacht jetzt irgendwie die Schatzkammer, ist ja auch ganz gut. So, dann können wir uns nämlich hier hocharbeiten mit der Schatzkammer. So. Okay, gut, das sieht schon mal sehr, sehr nett aus. Jetzt, wo wir ein bisschen Kohle haben, können wir mal hier erforschen, ob hier noch irgendwelche Extras zu holen sind. Da können wir eigentlich mal unseren Kollegen hier hinschicken. Der ist nämlich wie die Fliegen sehr, sehr neugierig von Natur aus. Und erforscht hier gerne. Und weil er ein Höllenhund ist, kann er auch über die Lava rennen. Und ist blitzschnell, wie ihr seht. So. Gut, Geldprobleme haben wir jetzt also offiziell nicht mehr. Hier ist ja weiter gar nichts. Schade. Okay, dann können wir uns aber hier zum Kollegen Schnürschuh vorarbeiten. So, ich würde sagen, es ist soweit. So, wir können mal ein Ding hier angraben. Dann sind unsere Geldprobleme wirklich gelöst. Können wir auch nochmal gerne. Und gerne die Schatzkammer vergrößern. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, meine Imps sind die besten. Das sind schon richtig Kampfschweine. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen stürzen sich so auf den Gegner. Na, eben. Zartak. Eure Kreaturen werden angegriffen. Na. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Oh, hat er gleich den Zauberer platt gemacht? Auch nicht übel. So, jetzt nimm das doch mal ein. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, der hat nicht mal das komplette Gold abgebaut. So schnell sind wir hier. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. So, und wie es aussieht, ist unser Höllenhund kaputt gegangen. Das ist sehr schade. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Komm, nimm den Raum ein. Komm, mach schneller. Schneller, hallo. In diesen beschissenen Raum endlich. Unterliegen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Wieso schmeißt ihr die alle ins Gefängnis? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, gehören die denn uns? Im Gefängnis? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen werden angegriffen.
Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt einen gegnerischen Krieger besiegt. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Goldreserven neigen sich der rennt darum, Herr Kurze. Ein Eingang wurde erobert. Gut, okay, die verschwinden alle. Ich habe gewonnen. Der geht auch langsam nach Hause. Der wird auch gar nicht mehr angegriffen. Der hat schon aufgegeben. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. So. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja, ja. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr könnt es euch nicht leisten. Oh. Anspruch auf einen Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Gut, wir haben schon wieder gewonnen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Wieso werden die ärgerlich? Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ah, das ist eine coole Idee. Da können wir nämlich jetzt hier von beiden Seiten buddeln. Das ist ganz gut. So, und warum werden die ärgerlich? Das verstehe ich Eine nicht. Tür wurde hergestellt. So, ich speichere nochmal schnell ab. Hier gibt es nämlich jetzt noch was... Viel gespeichert. Wupp, was Ihr Spezielles. Habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. So, eure Kreaturen werden ärgerlich. Eine Tür wurde hergestellt. So, dann wird uns das Gold hier nämlich auch. Eine Falle wurde hergestellt. Juti, ja, hier oben. Hier gibt es nämlich noch das Spezielle hier. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ja, ja. Dann lass die mal ärgerlich werden. Eine Tür wurde hergestellt. So. Dann grabt mal, meine kleinen Freunde. Eine Tür wurde hergestellt. Grabt euch mal hier durch. Hier gibt es nämlich noch ein kleines Extra. So viel ich weiß. Hier noch mal weiter. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Oh, eine Falle wurde hergestellt. Müsste man irgendwo durchkommen. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden ärgerlich. So können wir denn. Eine Falle wurde hergestellt. Hm. Irgendwie konnten wir hier hin. Frag dich nur von wo. Ja, vielleicht graben wir uns einfach mal. Eine Tür wurde hergestellt. Hier hin. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ja, wieso Eine denn? Tür wurde hergestellt. Ich verstehe das alles nicht. Das ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso die ärgerlich werden. Wird mir ja auch gar nicht Eine gesagt. Falle. Ah. Gut. Gut. Eine Tür wurde hergestellt. So. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ja. Eine Falle wurde hergestellt. So, solange wir den Zauberer hier haben, ist alles gut. So, den können wir nochmal hier reinschmeißen. Eine Tür wurde hergestellt. Beziehungsweise hier rein. Haha, vielleicht können wir sich dann leider kein Gold holen. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Ah, okay. Hier nochmal. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eine Falle wurde hergestellt. So, das sollte jetzt ein bisschen besänftigend wirken. Hier haben die Gasfallen, wie es aussieht. Eine Tür Ekelhaft. Wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Also. Eine Falle wurde hergestellt.
so strohblöd, ehrlich. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine Tür hin und spielen. Die Kreaturen unterliegen im Kampf. Den einen. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eine Tür wurde hergestellt. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, das lässt sich ja alles ändern. So, wir sind nämlich... Eine Falle wurde hergestellt. Ich würde sagen, das sind übrigens die magischen Türen, die man sieht. Ich glaube, die können wir auch schon... Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Blitzfallen. Ah, die haben wir schon gesehen, die Blitzfallen im letzten Teil. Ja, und das sind dann halt stärkere Türen, aber es ist eigentlich wurscht. Und diese magischen Türen, die können nur von Magiern zerstört werden. Weil die halt gegen Magie unfähig sind. Verborgene Weltfin, ihr werdet ein Geheimnis. Oh, das ist natürlich cool. Wenn ich jetzt auch noch ein Impet. Ein paar Insekten, die das hier mitnehmen könnten. So, mach. Hallo. Okay, der muss es jetzt, wie es aussieht, zu mir bringen. Ja, eine verborgene Welt finden. Das ist schon mal sehr interessant. Ich kann mir mal den Transfer hier nehmen und da schon mal unseren Level 10 Zauberer auswählen. Das ist ein Ork. Also die Orks, die sind auch richtige Kämpferschweine. Alle Level 10, wie ihr seht. Da. So soll es sein. Da ist unser Zauberer gewesen. Okay, gut. Jetzt warte ich noch, bis der Kollege das Ding hier wegbringt und dann... Ihr habt ein verborgenes Königreich gefunden. Ah, okay. Begebt euch dahin, wenn ihr dieses Land erobert habt. Gut, das kann ich natürlich gerne tun. Ich würde sagen, wir speichern wieder ab. So, machen wir auf die 1. Gespeichert. Ja, und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, Freunde. Wer weiß, vielleicht in diesem verborgenen Königreich. Eine Falle wurde hergestellt. Oder aber auch woanders, mal schauen. Oder, ja, was heißt woanders? Also im nächsten offiziellen Königreich, sag ich mal. Bis dahin, Freunde.